Thank you. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen! Einmal mehr muss sich dieser Bundestag mit einem Antrag der AfD beschäftigen, der nichts anderes zum Ziel hat, als diese Gesellschaft zu spalten. Die Krise kommt Ihnen doch gerade recht. Wie sagte Ihr geschasster Fraktionssprecher Lüth, je schlechter es Deutschland geht, desto besser für die AfD. Die Menschen plagen Existenzängste, Sie betreiben billige Stimmungsmache, und statt konstruktiver Vorschläge kommt von Ihnen immer nur, die Ausländer sind schuld. Das ist nicht nur billig, sondern auch extrem abstoßend. Und dieser Antrag ist wie alle Anträge von Ihnen fachlich einfach nur schlecht. Sie betrachten darin unter anderem die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Gesundheits- und Krankenpflege innerhalb der letzten 6 Jahre und sagen dann, dass die Arbeitslosigkeit bei den ausländischen Beschäftigten um 70% gestiegen ist, wohingegen sie bei den inländischen Beschäftigten gesunken ist. Damit wollen Sie natürlich suggerieren, dass die Ausländer zum großen Teil arbeitslos sind und uns auf der Tasche liegen. Die absoluten Zahlen mögen ja stimmen, aber um eine Entwicklung zu erkennen, muss man Zahlen ins Verhältnis setzen. Aber mit Prozentrechnen haben Sie es ja offensichtlich nicht so. Im genannten Zeitraum hat sich nämlich die Anzahl der ausländischen Beschäftigten verdoppelt, was im Übrigen deutlich beweist, wie dringend sie gebraucht werden. Und setzt man jetzt die Zahlen in Relation, ist die Arbeitslosenquote der Ausländer deutlich gesunken. Sie liegt mit 3% weit unter der allgemeinen Arbeitslosenquote von 6,4%. Was wollen Sie also? Mit miesen Taschenspielertricks versuchen Sie hier, Ihre rassistischen Spiele zu spielen, aber ohne uns. Wir Linken haben das Fachkräftegesetz damals auch kritisierend dahingehend, dass einseitig die Unternehmenslobby nach möglichst billigen Arbeitskräften bedient werden und so Lohndumping befördert wird. Aber die Lösung kann doch niemals eine Abschottungspolitik sein, sondern eine Regulierung des Arbeitsmarktes, die genau diese Konkurrenz zwischen den Beschäftigten verhindert. Und es gäbe genügend Maßnahmen. Dankeschön. Eine Stärkung der Tarifbindung, weil Tarifverträge für eine einheitlich faire Bedingungen sorgen. Einen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro als unterste Auffanglinie. Und die Eindämmung von prekärer Beschäftigung. All das lehnen Sie aber ab mit der Begründung, das würde den Unternehmen die Flexibilität nehmen. Sie generieren sich in der Öffentlichkeit als die Partei des kleinen Mannes. Im Bundestag vertreten Sie knallharten Neoliberalismus, gepaart mit einer Krise Rassismus. Und deswegen ist alles, was hier vom rechten Rand kommt, abzulehnen. Die Linke steht für eine solidarische Zuwanderung und gute Arbeit für alle. Solidarität statt Ausgrenzung. Felix Polat, Bündnis 90 Die Grünen, ist die nächste Rednerin.